Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Diamond Painting Video. Ich habe hier super coole Sachen, ein personalisiertes Bild sogar, und zwar von Q-Deals. Tüte kann weg. Und ich habe echt super viel. Ich habe auch zwei gleiche Bilder bestellt. Da habe ich was vor, das sage ich euch auch noch. Aber zuallererst habe ich mal wieder eine Box bestellt. Und zwar mit 56 kleinen Fächern. So sieht die aus, wenn die ausgepackt ist. Ich liebe diese Boxen. Und ich liebe es aktuell, ständig irgendwie Bilder anzufangen und mich total durchzuwechseln. Und die sind einfach super schön platzsparend. Da gehen halt viele Farben rein. Und das, was übrig ist, was ich jetzt nicht in die kleinen Becherchen hier reinbekommen habe, das mache ich in eine kleine Kosmetiktasche und beschrifte mir das, zu welchem Bild das gehört. Und dann kann ich immer wieder nachschütten. Aber da kann ich das auch gern und gut mal unterwegs mitnehmen. Das nimmt nicht so viel Platz weg. Das kann man schnell mal in eine Tasche, in so einen Shopper reinstecken. Bild dazu, gut ist. Und deswegen habe ich das jetzt wieder gebraucht, weil irgendwie so große Boxen habe ich doch gar nicht so viele, wie ich gedacht habe. Genau, dann kommen wir mal zu den Bildern, die ich doppelt bestellt habe. Das sind nämlich die beiden hier. Ich habe noch nicht reingeschaut, ich hoffe, es ist alles korrekt. Und zwar sind das Bilder mit Paddington drauf, liebe ich ja. Und das sind 30x30 Bilder. Und eins ist mit runden Steinen und eins ist mit eckigen Steinen. Und diese kleinen Bilder bieten sich einfach dafür an, um das mal auszuprobieren. So sieht das Bild aus. Paddington, dann sind hier zwei Raben. Hebt er den Hut. Aber eigentlich hat er keine schwarzen Ohren. Aber das ist vom Bild her so, vom Druck her. Macht nichts. Hinten im Hintergrund, das erkennt man jetzt hier nicht so gut, ist, ich weiß nicht, der Buckingham Palace vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Ein großes Gebäude auf jeden Fall. Ich finde, das hat richtig viele Farben für das kleine Bild. 26 Farben. Ich bin gespannt, wie gesagt, das ist jetzt hier für eckige Steine. Werde ich painten und werde euch den Vergleich, das war das Toolkit, werde euch den Vergleich auf jeden Fall auf Instagram zeigen. Und wenn ich ein paar Bilder zum Vergleichen fertig habe, weil ich habe mir ein paar Bilder gekauft mit rund und mit eckig, um das so ein bisschen mal zu vergleichen. Klar, das gilt jetzt ja natürlich dann auch wieder nicht für jedes Bild in der Form, aber es ist doch mal interessant zu sehen. Und deswegen wollte ich das halt eben einfach mal gerne ausprobieren, um mal zu gucken. Manche Bilder sind einfach besser mit runden Steinen. Die meisten jedoch sind besser mit eckigen Steinen, finde ich persönlich. Nicht alle, aber viele. Und dann gucken wir einfach mal und dann könnt ihr mal sagen, was euch dann nachher besser gefällt, ob rund oder ob eckig. Das ist ja mega cool. Alles in Zipbeuteln. Das sind die eckigen Steine. Richtig gut, vorsortiert schon. Ja, auf den Tüten selbst sind jetzt keine DMC-Nummern, aber hier sind die DMC-Nummern dran für diejenigen, für die das wichtig ist. Tatsächlich hebe ich inzwischen auch ein paar Steinchen auf, weil mir auch schon mal welche gefehlt haben. Und dann dachte ich, wäre es vielleicht doch ganz praktisch, mal ab und zu ein paar Steinchen aufzuheben. Aber bei weitem nicht alle, weil, wo soll ich denn damit hin? Genau. Und dann habe ich das Gleiche halt noch mit runden Steinen. Da könnt ihr auf jeden Fall aber auch schon mal sehen. Da bin ich jetzt wirklich gespannt. Da ist der Druck anders. Das ist ja super interessant. Also das hier ist jetzt, wie gesagt, mit den runden Steinen. Schaut mal, wie das hier aussieht. Und dann guckt mal, wie das hier aussieht. Das wird eine spannende Sache. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr denkt, welches Bild das besser rauskommen wird. Eckige oder runde Steine. Habt ihr überhaupt was gesehen?
Also, das ist ja spannend. Schreibt's mir in die Kommentare. Und auch die runden Steine sind alle in Zipbeuteln verpackt. Mega cool. Finde ich gut. Kommen wir zum nächsten Bild, das auch 30x30 cm. Und ja, da dachte ich, ich probiere was aus. In der Beschreibung stand nämlich, dass es komplett mit Strasssteinen ist. Das gibt es aber auch noch ohne Strass. Da habe ich auch überlegt, ob ich beide Varianten bestellen soll, aber dann hätte mir das Budget nicht ausgereicht. Und ich wollte gerne die paar anderen Bilder ein bisschen lieber noch haben, wie nochmal das gleiche davon, weil allmählich habe ich genug gleiche Bilder zum Vergleichen. Und da dachte ich, ich probiere das mal, ob das tatsächlich komplett in Strassstein kommt. Hier ist das Toolkit, richtig geiles Toolkit, Leute. Mega liebe ich diese Toolkits. Richtig, richtig cool wäre jetzt noch, wenn diese dünnen Aufsetzer noch mit drauf wären. Diese dünnen Mehrfachaufsetzer. Halb so wild. Und Anni vom Kanal Diamonds and Pictures, halte dich bitte gut fest. Schnall dich an. Es ist komplett in Strass und eventuell hat sie es bestimmt schon bestellt oder wird es dann bestellen, weil irgendwie haben wir den gleichen Geschmack. Es ist Yoda. Oh, ich finde den so süß. Oh Gott, ich glaube, ich fange den direkt nach dem Video an. Oh, ich liebe ihn. So süß. Ach, er ist einfach so süß. Er greift nach den Sternen oder so, keine Ahnung. Ah, ist der so süß. Ich kann nicht mehr. 21 Farben. Ach, den möchte man küssen. Der ist so niedlich. Und ah, ich freue mich. Leute, ihr glaubt gar nicht, wie ich mich freue. Ich weiß, ich übertreibe, aber es ist einfach so. Es ist tatsächlich komplett mit Strass. Oh, ich finde das so cool. Ich bin so gespannt, wie das nachher aussehen wird. Ich kann es überhaupt nicht abwarten, Leute. Gar nicht. Papierlegende ist dabei. Vorschaubild. Oh, ich finde das so cool. Anni, wenn du das Video siehst, schreib mir in die Kommentare, ob du das Bild schon hast. Und wenn nicht, ob du es dir bestellst. Wie gesagt, ich glaube, es gibt es auch noch mit normalen Steinen. Und das packe ich jetzt auch gar nicht mehr ein, weil das lasse ich mal direkt draußen. Dann habe ich noch, mein Akku ist gleich leer. Ich glaube, ich werde jetzt mal den Akku austauschen und dann geht's weiter. So, und das Licht habe ich direkt auch noch angemacht, weil jetzt allmählich wird es schon ein bisschen dunkler. Kommen wir zum nächsten Bild. Das nächste Bild hat runde Steine und auch die sind alle in Zipbeuteln verpackt. Ja, sag mal, bin ich denn hier bei der richtigen Firma? Q-Deals. Finde ich sehr gut. Keine kleinen Tütchen bisher. Richtig cool. Alles super schön in Zipbeuteln verpackt. Mega. Runde Steine. Viel braun. Aber es ist schön. Es ist 35x45 cm, 26 Farben und es ist Kaffee. Ah, ein Espresso, um genauer zu sein. Jetzt habe ich auch Lust auf ein Espresso. Ich überlege, soll ich? Aber wir haben 18 Uhr schon. Wobei, so ein kleiner Espresso könnte ich mir mal gönnen. Kaffeebohnen, hinten ist ein Herzchen. Ach, ist das schön. Hier ist das Vorschaubild, gefällt mir auch gut. Legende sieht schön aus. Hat was. Kann man sich sehr, sehr gut in die Küche oder ins Esszimmer hängen. Kann man auch gut verschenken. Das ist so ein Motiv, das dürfte jedem gefallen. Es
Also ich finde, so ein Kaffeemotiv geht eigentlich immer. Kommen wir zum nächsten Bild. Toolkit. Eckige Steine. Und das Bild habe ich auf Instagram gesehen, wie das jemand schon beendet hat. Und das hat mir sehr gut gefallen. Es hat eckige Steine. Ich weiß leider nicht mehr, bei wem das war. Ich habe so durchgescrollt und da habe ich das gesehen. Und daraufhin habe ich das dann bestellt. Was ist denn mit meinen Haaren? Egal. Ja, und auch hier sehr, sehr cool. Alles in Zipbeuteln verpackt. Mega schöne, bunte, eckige Steine. Sehr, sehr, sehr cool. Viel Grün und Blau. Und Rot. Ja. Ich zeige euch mal das Bild. 40x50. Und die Folie mache ich weg. Ich finde das cool. Hier auf dem Bild sieht das jetzt ein bisschen wirr aus, aber wie gesagt, ich habe das schon gesehen, wie das jemand beendet hat. Und das sah echt cool aus, deswegen habe ich es mir dann halt auch bestellt. 34 Farben hat das. Eckige Steine, 40x50. Und das ist es. Super Mario mit so einem leuchtenden Pilz. Mega cool. Wie gesagt, eckige Steine, es spiegelt ein bisschen. Das sah halt echt schön aus, fertig gepainted. Hat was, wie in so einem Zauberwald sieht das aus. Und dann kommen wir zum letzten Bild. Das habe ich mir personalisieren lassen. Das gibt es aber auch im Shop. Wenn ihr das bestellen wollt, das findet ihr auf jeden Fall im Shop unter Sailor Moon. Ja, es ist Sailor Moon. Und auch das ist super schön. Alles in Zipbeuteln verpackt. Mega cool auf jeden Fall. Eckige Steine, sogar auch große Zipbeutel. Sehr, sehr, sehr schön. Also super. Und das Bild kam ein bisschen zerknittert an. Ich habe das dann von der Rückseite gebügelt. Das hat gut geklappt. Jetzt bin ich damit einverstanden und ich freue mich schon richtig aufs Painten. Ich habe es mir in 50x50 bestellt, weil ich denke, dass das so einfach am besten rauskommt. 40x40 ist auch bestimmt noch gut, aber es ist halt einfach ein Hingucker. Es hat 41 Farben. Das ist es. Ich finde das super schön. Ich liebe Sailor Moon. Ich finde, das kommt richtig gut. So ein paar Kleinigkeiten werde ich wie immer ja ein bisschen austauschen, das kennt ihr ja schon von mir. Und zwar bei der Katze, da werde ich so ein bisschen was austauschen, wo so ein paar blaue Steinchen mit reingerutscht sind, wo eigentlich eher so ein paar graue sein müssten. Hier. Aber das werde ich einfach austauschen, halb so wild. Und hier kann man natürlich dann auch super gut mit Strass arbeiten, gegebenenfalls, oder ein Sondersteinchen setzen, je nachdem, wie es passt. Auch hier könnte man Strass einarbeiten. Ich habe mir ja welche bestellt, Strasssteine. Dann gucke ich mal, wie ich das mache. Richtig schön. Hier ist das Vorschaubild. Dann seht ihr hier nochmal den Druck. Das war's jetzt mit den Bildern, mit dem Video. Wie gesagt, ich werde auf jeden Fall alles verlinken und werde auch gucken, dass ich dieses Bild hier im Shop finde, weil das war ja personalisiert. Es gibt's aber im Shop. Ihr könnt das nachbestellen, wenn euch das gefällt. Das war's. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss.